In diesem Video zeige ich dir, wie du mit den extra ETF Weltportfolios ganz einfach, kostengünstig und super simpel ein weltweit gestreutes ETF-Portfolio aufbauen kannst. Du brauchst dazu nur zwei ETFs. Das reicht schon, um langfristig einen soliden Vermögensaufbau zu betreiben. Wie das Ganze jetzt funktioniert und welche ETFs wir dafür einsetzen, das erfährst du in diesem Video. Viel Spaß! Der Aufbau eines breit gestreuten ETF-Portfolios kann mitunter recht komplex sein, vor allen Dingen, wenn du mehrere ETFs miteinander kombinieren möchtest. Da muss man dann auf die Zusammensetzung, auf die Gewichtungen und natürlich dann auch in die einzelnen ETFs schauen, um hier keine versteckten Klumpenrisiken sich ins Portfolio zu holen. Das Ganze geht auch viel einfacher, nämlich mit unseren extra ETF-Weltportfolios. Und wie das jetzt funktioniert, das schauen wir uns jetzt im Detail an und ich würde sagen, los geht's. Ja, die extra ETF-Weltportfolios haben ja den Anspruch, sehr, sehr simpel umzusetzen sein. Sie investieren in die Anlageklasse Aktien und in die Anlageklasse Anleihen. Jetzt gibt es bei den extra ETF-Weltportfolios insgesamt 10 verschiedene Varianten von 10 bis 100 und die Zahl, die steht jeweils für den Anteil der Aktienquote in dem Portfolio. Das heißt, wenn man sich jetzt für ein Weltportfolio 50 zum Beispiel entscheidet, dann hast du eben 50% Aktienquote. Gehst du auf das Weltportfolio 70, dann hast du eben 70% Aktienquote. Ist also leicht zu verstehen. Alle Portfolios sind gleich aufgebaut, sodass du auch die unterschiedlichen Risikokennzahlen des jeweiligen Portfolios ganz gut miteinander vergleichen kannst. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel mitgebracht, das extra ETF Weltportfolio 50, das auch uns in diesem Video eine ganze Zeit lang mit begleiten wird. Schauen wir uns das mal an. Das ist die orangene Linie hier in der Mitte. Das ist das extra ETF Weltportfolio 50 und es gibt eine Linie drunter und eine Linie drüber. Die Linie drüber, die rote, das ist der MSCI World, also die Benchmark für ein 100% Aktieninvestment. Ist natürlich klar, dass sich das deutlich besser entwickelt hat als ein Portfolio, was nur in 50% in Aktien investiert. Und auf der anderen Seite diese violette Linie, das ist sozusagen die Einmalanlage gerechnet mit 3% Zinsen pro Jahr, also quasi ein Tagesgeld, wenn du so willst. Und da siehst du, dass natürlich durch den hohen Aktienanteil bei dem Weltportfolio 50 die Rendite deutlich besser ist als ein Portfolio, was sich nur konstant eben mit 3% verzinsen würde. Also in dieser Range bewegt sich das Weltportfolio. Man sieht dann aber auch, dass die Schwankungen niedriger sind nach unten, aber natürlich auch wie nach oben. Aber wie gesagt, es ist ja ein Framework, das heißt, es gibt 10 verschiedene Portfolios und du kannst jetzt also dein Portfolio raussuchen, was zu deinem Risikoprofil am besten passt. Ich hatte schon erwähnt, es werden in die Anlageklassen Aktien und Anleihen investiert und hier haben wir einen maximalen Diversifikationsansatz. Das heißt, im Bereich der Aktien investieren wir sowohl in Schwellenländer als auch in Industrieländer und hier sowohl in Large, Mid und in Small Caps. Das heißt, die gesamte Bandbreite der internationalen Aktien ist abgedeckt. Im Anleihenbereich investieren wir in Staatsanleihen und in Unternehmensanleihen, auch weltweit gestreut, haben hier allerdings eine Einschränkung und zwar wird dann der ETF noch zusätzlich gegenüber das Währungsrisiko Euro, Dollar und die anderen Währungen abgesichert, sodass du hier zwar einen höheren Zins bekommst, aber eben die Währungsrisiken zum Teil eben reduziert werden. Also du bist global investiert in mehrere tausend Aktien und in mehrere tausend Anleihen und diese beiden Bestandteile, die setzen wir eben, oder diese beiden Anlageklassen vielmehr, die setzen wir dann eben mit zwei verschiedenen ETFs um. Die Renditen des extra ETF-Weltportfolios hängen natürlich mit der Höhe der Aktienquote zusammen. Wir haben uns ja vorhin schon die Wertentwicklung des extra ETF-Weltportfolios 50 angeschaut und jetzt möchte ich noch mal ein bisschen mehr ins Detail mit dir gehen. Ich habe hier einmal die Grafik nochmal aufgezeigt von der Wertentwicklung des extra ETF-Weltportfolios seit 2004. Und du siehst, seit der Auflage am 01.01.2004 hat das Portfolio sich um 190% nach oben entwickelt, was eine Rendite von rund 5,3% pro Jahr entspricht. Jetzt wirst du vielleicht die Renditen vom Aktienmarkt im Kopf haben, die ja deutlich
wahrscheinlich so in diesem Zeitraum in den 10%er Bereich hineingehen, weil es ja eine sehr gute Börsenphase war. Und hier hast du nur 5%. Ja, das ist natürlich weniger, aber das liegt nicht an der Qualität des Portfolios, sondern natürlich nur an dem Anteil der Aktienquote, weil wir eben hier nur 50% Aktien haben. Das musst du also immer im Kopf behalten. Und wenn du dir die anderen Renditen für kürzere Zeiträume anschaust, ja, auf Sicht von 3 Jahren 2,29% pro Jahr, auf Sicht von 5 Jahren 4,75%. Also man kann grob sagen, dass man mit so einem Portfolio in den letzten Jahren eben so rund 5% Rendite erwirtschaftet hat. Würdest du jetzt die Aktienquote nach oben nehmen, würde natürlich auch der Renditeanteil entsprechend nach oben gehen. Das kannst du dir ja alles mal bei uns auf der Webseite anschauen. Im Bereich der Musterportfolios findest du alle extra ETF-Weltportfolios aufgeführt und hier kannst du die Renditen mit den unterschiedlichen Aktienquoten nochmal miteinander vergleichen. Einen weiteren Vergleich, den ich mit dir machen möchte, ist einmal die Monatsrenditen. Die habe ich nämlich auch mitgebracht. Hier siehst du jetzt also seit 2015 in dem Beispiel, welche jährlichen Renditen und welche Monatsrenditen das Portfolio erwirtschaftet hat. Also du siehst im ersten Blick mal oder auf den ersten Blick, dass es nur in diesem Zeitraum 2 Jahre gab, wo insgesamt eine negative Jahresrendite erzielt wurde. Einmal mit minus 13% im Jahr 2022 und einmal mit minus 3,7% im Jahr 2018. Und du siehst auch, dass sich, ja, ich würde mal sagen, mehrheitlich grüne Zahlen bei den Monatsrenditen befinden. Das heißt, so ein Portfolio, was ja doch deutlich konservativer ist als ein reinrassiges Aktieninvestment, erzielt auf Monatssicht einfach viel, viel öfter eine positive Rendite. Und das ist ja das auch letztendlich, was man möchte. Man möchte ja ruhig schlafen bei seiner Geldanlage und wenn jetzt ein Anleger eben sagt, okay, ich bin jetzt etwas konservativer, ich möchte gar nicht so viel Risiko haben, dann ist eben so eine 50% Mischung beispielsweise eine ganz gute Idee. Aber wie gesagt, es gibt ja 10 verschiedene Portfolios, da ist für jeden was dabei. Und eine andere Grafik, die ich noch dabei habe, das ist die Grafik der Monatsrenditen. Hier sieht man die auch nochmal in Form eines Balkendiagramms. Und hier gibt es auch, oder ist es klar zu sehen, dass es viel, viel mehr grüne Balken nach oben gibt. Und wenn es dann Balken nach unten gibt im roten Bereich, dann sind es in der Regel immer starke Ausreißer. Das bedeutet, dass wenn das Portfolio, wenn es am Aktienmarkt mal stärkere Korrekturen gibt, größere Korrekturen, dann hat man natürlich auch mit so einem Portfolio einen stärkeren Verlust. Aber in der Regel gleichen sich dann Aktien und Anleihen ganz gut aus oder ergänzen sich vielmehr ganz gut, sodass insgesamt die Rendite einfach geglättet wird. Und das ist einfach ein großer Vorteil von diesen breit gestreuten Portfolios und eben nicht nur, wenn man breit gestreut investiert in den Aktienbereich, sondern wenn man auch noch in die Aktien und Anleihen beispielsweise investiert. Man könnte ja auch noch Rohstoffe zum Beispiel dazu mischen. Aber in diesem Beispiel haben wir es eben sehr, sehr einfach gehalten. Aktien, Anleihen und das in einer Mischung, die zu deinem Risikoprofil passt. Das Ziel der extra ETF Weltportfolios ist es ja, möglichst einfach und günstig den Zugang zum weltweiten Kapitalmarkt zu ermöglichen. Wenn du nur 2 ETFs investierst, dann hast du natürlich viel weniger Aufwand bei der Pflege deines Portfolios. Einmalanlagen können zum Beispiel viel leichter allokiert werden und auch bei Sparplänen ist es natürlich viel, viel einfacher und übersichtlicher, wenn man nur 2 ETFs wählt, anstatt ein Portfolio aus mehreren ETFs. Wir setzen jetzt hier auf 2 ETFs. Es gibt noch viele andere ETFs, die du nutzen kannst, die auch breit gestreut sind. Wir haben uns jetzt hier mal auf 2 beschränkt und zwar aus dem folgenden Grund. Beide ETFs solltest du eigentlich auch schon kennen. Vor allen Dingen der eine ETF ist in den letzten Monaten immer wieder präsent bei uns hier auf dem Kanal gewesen. Ich hatte dazu auch erst letztens einen Talk gemacht mit dem Vertreter von State Street und das Produkt ist auch in den letzten Monaten deutlich günstiger geworden. Das macht das Ganze natürlich für den Einsatz in einem Portfolio noch mal viel, viel interessanter. Schauen wir uns also mal den Aktien-ETF an. Das ist der Spider MSCI ACWI IMI ETF. Das ist ein ETF, der sowohl in Industrie- als auch Schwellenländer und in Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien investiert. Mit diesem ETF kannst du in rund 8.800 Aktien investieren. Die sind im Index drin. Der ETF selber nutzt dann eine Sampling-Variante. Im ETF sind dann in dem Fall nur 3.500 Aktien enthalten. Aber das reicht auch. Und wichtig ist ja, dass der Index die Wertentwicklung des Index, dass der ETF die Wertentwicklung des Index liefert. Und das tut er entsprechend auch. Der ETF selbst kostet 0,17%, ist also für so ein wirklich breit gestreutes Investment eine sehr, sehr gute Alternative. Wir nutzen hier auch eine thesaurierende Variante. Es gibt auch eine ausschüttende Variante. Aber wie gesagt, in unserem Musterportfolio wollen wir auch die Erträge entsprechend gleich wieder anlegen. Deswegen haben wir uns hier jetzt mal für die thesaurierende Variante entschieden.
Im Anleihenbereich, da setzen wir auf den iShares Core Global Aggregate Bond ETF. Das ist ein Anleihen-ETF, in dem auch mittlerweile 1,9 Milliarden Euro schon investiert sind. Der ist sogar nochmal deutlich günstiger, nur 0,1% kostet der ETF, wird auch physisch repliziert. Wir haben da auch die thesaurierende Variante genommen und ich hatte es vorhin schon erwähnt, dieser ETF wird auch noch gegen den Euro währungsgesichert. Das heißt, das Produkt ist nochmal insgesamt konservativer. Du siehst ja bei den Bestandteilen, 16.250 Anleihen sind in diesem Portfolio, also wirklich richtig viel. Im Index selber sind knapp 20.000, also auch hier wird diese Sampling-Variante angewendet. Und du investierst damit in Staatsanleihen und in Unternehmensanleihen aus der ganzen Welt, die allerdings alle ein sogenanntes Investment-Grade-Rating aufweisen müssen, also eine hohe Bonität haben. Dieser Index, dieser Barclays Global Aggregate Bond Index, das ist sozusagen die Benchmark aller Rentenindizes. Damit werden sehr, sehr viele Portfolios international im Anleihenbereich verglichen und in diese Benchmark kannst du quasi über diesen ETF dann investieren. Ich hatte vorhin schon erwähnt, es gibt verschiedene andere ETFs, die du natürlich auch nutzen kannst, aber so vom Grundprinzip haben wir uns eben für diese zwei sehr breit gestreuten internationalen Aktien- und Anleihen-ETFs entschieden. Ja, so eine einfache Anlagestrategie hat natürlich viele Vorteile, hat aber natürlich auch ein paar Nachteile. Vorteil ist natürlich die Einfachheit. Du hast nur zwei ETFs, das ist alles sehr überschaubar. Du kannst es sehr leicht in deine Geldanlage, in deinen Vermögensaufbau einbinden. Sparpläne sind leicht abzuschließen, weil du nur zwei Wertpapiere hast. Wenn du einmal im Jahr in deinem Portfolio ein Rebalancing durchführst, ist es einfach. Du verkaufst bei dem einen, kaufst bei dem anderen nach. Also es hat alles einen gewissen Vorteil und es ist leichter für dich zu pflegen. Auf der anderen Seite ist ein großer Vorteil dieser Strategie auch diese maximale Diversifikation. Da gibt es auch unterschiedliche Ansätze, das hatten wir auf dem Kanal hier ja auch schon. Die einen sagen, ja, man muss bestimmte Aktien weglassen, man sollte vielleicht bestimmte Faktoren bevorzugen. Hier haben wir einfach ein ganz plain vanilla, maximal gestreutes Aktienportfolio und ein maximal gestreutes Anleihenportfolio. Ist auf jeden Fall eine Mischung, mit der du sehr gut auch ans Ziel kommst. Man kann immer etwas optimieren, aber hier geht es ja um die Einfachheit vor allen Dingen, dass du möglichst ohne Stress und ohne großen Aufwand deine Geldanlage sinnvoll und strukturiert umsetzen kannst. Es gibt natürlich auch noch ein paar Nachteile. Das Ganze ist etwas starr, das heißt, du musst dich natürlich auf die Zusammensetzung des Index verlassen. Du kannst jetzt zum Beispiel nicht sagen, ich will Schwellenländer anders gewichten als zum Beispiel die Industrieländer. Auch im Anleihenbereich kannst du jetzt mit so einer festen Mischung nicht die Länderallokation irgendwie selbst entscheiden und du kannst auch nicht entscheiden, ob du jetzt vielleicht mehr Unternehmensanleihen als Staatsanleihen zum Beispiel investieren möchtest. Du bist also in einem gewissen Korsett gefangen und das ist halt sozusagen der Preis dafür. Und was auch ganz wichtig ist, ich habe jetzt hier immer über das extra ETF Weltportfolio 50 gesprochen, aber das ist natürlich auch nicht risikofrei. Du hast mit so einem Portfolio auch bestimmte Phasen, wo man größere Verluste erzielen kann. Ich habe hier auch nochmal einen Chart mitgebracht und zwar ist es der Maximum Drawdown Chart. Hier siehst du im Verlauf, auch im Vergleich zu einem MSCI World, wie sich das Portfolio in Krisenphasen nach unten entwickelt hat. Und man sieht jetzt zum Beispiel, wenn man diesen starken Rückgang im Jahr 2020 sich anschaut, das ist ja der Corona-Crash. Hier ist das Portfolio natürlich auch gefallen und sogar, ja, ich würde sagen, bis zu 20% hat das Weltportfolio 50 verloren. Aber der Aktienmarkt, der hat ja fast 50% verloren. Also du siehst schon insgesamt, so ein Portfolio hat auch ein Verlustpotenzial nach unten, ja, aber ziemlich selten verlierst du damit mehr als, würde ich jetzt mal sagen, 15%. Und das zeigt ja einfach, dass es etwas risikoärmer ist, nicht nur weniger Rendite natürlich bringt durch diese weniger Aktiengewichtung, sondern auch die Risiken deutlich nach unten reduziert werden. Das ist jetzt ein Nachteil, weil es die Rendite nach oben natürlich begrenzt, aber gleichzeitig auch ein Vorteil, weil es das Risiko begrenzt. Und das Schöne ist ja eben, dass du durch deine persönliche Einschätzung und dein persönliches Risikogefühl und deine Risikokapazität eben genau ein Portfolio raussuchen kannst in der Mischung, die das zu deinem Risikoprofil eben perfekt passt. So, das war das Geheimnis unserer extra ETF-Weltportfolios. Sind sie jetzt das Maß aller Dinge, das beste Portfolio, was es gibt? Nein, natürlich nicht. Es gibt
unterschiedlichste Herangehensweisen an dieses Thema. Das Ziel dieses Videos und auch das Ziel unserer Weltportfolios ist es einfach mal aufzuzeigen, wie kann man super simpel mit 2 ETFs maximal gestreut in den Kapitalmarkt investieren. Das macht es, wie ich schon erwähnt hatte, super günstig und super pflegeleicht. Und dadurch, dass wir verschiedene Portfolios hier aufgesetzt haben in unserem Bereich Musterportfolios, kann man die Risiken dieser unterschiedlichen Portfolios und die Auswirkungen, was es bedeutet, in 10% Aktienquote zu investieren oder in eine 50% Aktienquote zu investieren, einfach sehen und dann daraus bessere Rückschlüsse ziehen. Wir selber nutzen die extra ETF-Weltportfolios immer in unserem Robo-Advisor-Test und wir vergleichen dann sozusagen die Profis mit ihren Anlagestrategien gegen die extra ETF-Weltportfolios. Das findest du auch im Extra-Magazin, diese Vergleiche. Das ist also ganz interessant, weil ein Profi muss sich natürlich gegen so ein einfaches ETF-Portfolio messen lassen. Und wenn die von sich behaupten, auch in 50% Aktien zu investieren im Schnitt, naja, dann sollten sie durch ihre professionelle Herangehensweise hoffentlich auch den Kapitalmarkt schlagen, also so ein einfaches Portfolio schlagen. Auf der anderen Seite könntest du die extra ETF-Weltportfolios, selbst wenn du jetzt nicht da rein investierst, weil deine Strategie anders ausschaut, du könntest die aber im extra ETF-Finanzmanager verwenden, um deine persönliche Anlagestrategie mit diesen einfachen Portfoliostrategien zu vergleichen. Dann siehst du auch, ob deine Strategie einfach besser ist als eine einfache mit 2 ETF umgesetzte Strategie. Denn was lohnt sich der ganze Aufwand, den du in dein Portfolio steckst, wenn du am Ende nicht besser bist oder gleichwertig bist wie so ein einfaches Portfolio? Mach das doch am besten mal, melde dich mal beim extra ETF Finanzmanager an, lad mal dein Depot rein und dann gehst du über den Portfoliovergleich und stellst dein Portfolio mit dem extra ETF Weltportfolio gegenüber und dann wirst du überrascht sein, ob du das Portfolio geschlagen hast oder nicht. Probier das am besten einfach mal aus. Den Link zum extra ETF Finanzmanager findest du natürlich auch in der Videobeschreibung. In der Videobeschreibung findest du auch nochmal einen Wissensartikel zu unseren extra ETF Weltportfolios und auch nochmal den direkten Link, wo du bei uns auf unserer Webseite diese ganzen Weltportfolios dir mal anschauen kannst und natürlich explizit auch nochmal den Link zum extra ETF Weltportfolio 50, damit du diese ganzen Grafiken, die ich dir eben gezeigt habe, auch nochmal anschauen kannst. Das war's mit dem Video. Schreib doch mal in die Kommentare, wie du diese extra ETF-Weltportfolios findest, wie du die ETFs findest, die wir da einsetzen, ob das Hand und Fuß hat oder ob du lieber ja ein breit gestreutes Portfolio mit verschiedenen ETFs für dich besser empfindest. Würde mich sehr interessieren, wie deine Meinung dazu ist. Wie gesagt, es ist ein simples, einfaches Portfolio, was jeder ohne große Probleme umsetzen kann. Bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal von extra ETF. Ich freue mich schon auf dich. Ciao.